Herzlich willkommen bei Mut an der Hand, dem Mutmacher-Podcast von und mit Nadja Neumann. Schön, dass du zuhörst. Du möchtest etwas verändern und weißt nicht wie? Dann höre jetzt genau zu. In diesem Podcast spricht Nadja mit interessanten Menschen, die genügend Mut an der Hand haben, ihr Leben zu verändern und außergewöhnliche Dinge zu tun. Du kannst das auch. Liebe Nadja, wer darf dir denn heute eine spannende Geschichte erzählen? Und heute habe ich die liebe Melanie bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Melanie. Ja, hallo, liebe Nadja. Danke, dass ich heute dabei sein darf. Ja, danke, dass du hier bist. Ja, ich freue mich. Ja, danke. Melanie ist nämlich sogar bei mir im Büro. Mal endlich wieder offline. Ja, endlich geht es wieder. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Ja, das mache ich doch gerne, liebe Nadja. Also ich bin die Melanie Appel, ich komme auch hier aus Castrop-Rauxel und ich bin Pharmazieökonomin und Apothekencoach und habe mich jetzt im letzten Jahr selbstständig gemacht und in meiner Freizeit bin ich noch in einem Verein, wo ich mich um die Kinder und die Jugend kümmere, ganz viel Spaß damit habe. Ja, und persönlich bin ich ganz gerne auf Reisen unterwegs und mache ganz viele tolle neue Sachen. Ach toll, sehr spannend. Ja. Was mir direkt einfällt, du hast dich selbstständig gemacht als Coach und für die Apotheken hast du dich ja positioniert und das in Corona-Zeiten. Also das finde ich ja sehr mutig. Ja, das war auch sehr mutig, denke ich. Ich habe aber gedacht, gerade jetzt zu Corona kann man auch sehr gut erstmal langsam starten, weil ich das nebenberuflich mache. Und habe dann gesagt, ich möchte das gerne erstmal online probieren, habe mich dann über LinkedIn angemeldet, dort ganz, ganz viele Kontakte geknüpft mittlerweile, auch Apotheker dabei und Apothekerinnen sind viele dabei, viele PTAs und PKAs. Und ja, das ist einfach ganz schön, weil man dort ein Netzwerk aufbauen kann, habe dort mein erstes Webinar schon gegeben, was sehr erfolgreich und gut angekommen ist. Und jetzt, wo es Corona-bedingt wieder besser wurde oder wird, nehme ich neben dem Online auch das Offline in Angriff. Ja, und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, und da hast du nämlich schon einen Plan, ne, für Januar. Genau, im Januar wird dann mein erstes Offline-Seminar stattfinden. Bin ich im Moment noch dabei, Räumlichkeiten zu organisieren, das Ganze vorzubereiten. Ja, und dann gehen spätestens Ende dieses Monats die Anmeldungen dazu raus und die Einladungen. Boah, ja. Cool. Ja, freue mich auch. Ja, das ist so mutig, weil etwas Neues zu beginnen ist immer mutig, finde ich. Ne? Und wie war das für dich? Also, dass du überlegt hast, okay, ich möchte was Neues oder was anders machen. Wann kam dieser Impuls? Die Idee ist eigentlich schon 3 Jahre alt, wenn ich jetzt genau zurückrechne. Mhm. Ich habe damals überlegt, nochmal ein Weiterbildungsstudium zu beginnen. Muss aber dann gestehen, also es hat auch ein bisschen gedauert, diese Entscheidung dann wirklich zu treffen. Ich wollte das die ganze Zeit machen. Dann kam aber, wie man das kennt, immer so viel dazwischen. Und dann hat man dann, ach, machst du das noch? Und ich bin ja jetzt auch schon über 25 Jahre im Beruf. Und dann nochmal ein Studium anzufangen, war natürlich auch die Überlegung, schaffst du das überhaupt, weil du bist ja aus der Schule auch eine ganze Zeit lang raus, hast zwar über Jahre hinweg immer wieder Fort- und Weiterbildung besucht, aber so ein Studium ist dann doch nochmal was anderes. Klar. Und ja, nach 3 Jahren Überlegung habe ich dann gesagt, entweder jetzt oder gar nicht und habe dann gesagt, du machst das jetzt einfach mal. Du machst das einfach mal für dich, du suchst dir was raus, was dir Spaß macht, was dir gefällt, was du gerne machst. Und durch das Coaching der Kinder und Jugendlichen weiß ich, dass ich sehr gut coachen kann, dass ich auch anderen Menschen gerne etwas beibringen kann oder zeigen kann, wie sie was besser machen können und für sich dann den Nutzen rausziehen können. Und das ist einfach schön. Und dann bin ich halt oder habe mich halt angemeldet in Thüringen, in Schmalkalden. Da gibt es eine Fachhochschule. Da kann man auch ohne größere Vorkenntnisse, also man braucht halt 20 Jahre Berufserfahrung, die ich hatte. Man braucht natürlich sein Fachabi oder Abitur dafür. Aber das ist wirklich eine schöne Sache, weil es ist ein kleiner Campus, total gemütlich, super nette Referenten und Koordinatoren dort. Wir waren eine kleine Gruppe mit 25 Personen, die dort waren. Das war dann Online- und Präsenzunterricht. Man ist praktisch einmal alle 6 Wochen oder so dann nach Thüringen gefahren und hat dann dort am Unterricht teilgenommen, hat sich dann zu Hause auf die Prüfungen vorbereitet und beim nächsten Mal gab es dann die Prüfungen. Und ich habe mich für den Bereich Pharmazieökonomie entschieden, weil ich ja, wie gesagt, seit über 25 Jahren in der Apotheke arbeite. Das total liebe, ich mache das total gerne. Schön.
freue mich immer, mit den Kunden und auch mit den Kollegen zusammenzuarbeiten und ja, beraten zu können und auch was weitergeben zu können und zu helfen und zu unterstützen. Und Apotheken kann ich jetzt noch besser unterstützen, weil ich den wirtschaftlichen Bereich mit dem Pharmazieökonomiestudium abdecke, wo es dann betriebswirtschaftlich wichtig wird, über Einkaufsoptimierungen, Personaloptimierungen oder Personalstrukturen bis hin zum Category Management. Und das ist ein schöner, großer Bereich, den man da machen kann, wo man aber sehr viel mit erreichen kann für die Apotheke. Wow. Ja, das klingt auch so. Ja. Und das klingt sehr spannend, weil ich glaube, das ist nicht so oft, oder? Nein. Nee, also ne? Pharmazieökonomen gibt es in Deutschland noch nicht ganz so vieles. Nee, ne? Ich glaube, der Studiengang ist jetzt im 14. oder 15. Jahr. Mhm. Und wenn man berechnet, dass da immer so um die 20, 25 Personen dabei sind, auf ganz Deutschland gerechnet, ja, ist es nicht wirklich viel. Ja, ach toll, dass du das so für dich gefunden hast. Ja. Ja. Und wie kam es dazu, dass du Apothekerin geworden bist? Also ich bin ja nicht Apothekerin. Ach so, aha, okay. Nein, ich bin pharmazeutisch kaufmännische Angestellte. Genau, sorry. Ja, kein Problem. Das muss man ja auch erstmal unterscheiden, ja, ja, wenn man genau nicht in dem Bereich ist. Ja, ja. Nein, nein, ich bin von gelernt an, bin ich pharmazeutisch kaufmännische Angestellte. Ja. Das sind Menschen, die im Backoffice so schön, wie man so schön sagt, arbeiten. Mhm. Das heißt, die sind für die Bestellungen zuständig, für die Telefonate, für Kontakte mit Außendienstlern, Ärzten, Dekorationen, Wareneinräumungen, sag ich jetzt mal. Mhm. Also es ist schon ein recht großer Bereich im Backoffice. Mhm. Wir sind nicht dafür da, den Kunden vorne Medikamente zu verkaufen. Dafür gibt es die pharmazeutisch-technischen Assistenten und halt die Apotheker. Aber wir dürfen auch in der Kosmetik und so weiter beraten. Das ist also so ein Teil, alles, was nicht verschreibungs- und apothekenpflichtig ist. Guck mal. Genau, da gibt es eine Unterteilung in der Apotheke. Ja, und ich habe als PKA damals auch hier in Castrop meine Ausbildung gemacht, habe dann bei einer Neueröffnung zu einer anderen Apotheke gewechselt, in der ich jetzt auch immer noch bin, noch gerne bin, weil es einfach ein schönes Klima jetzt ist und ja, man sehr lange dabei ist, es auch noch in meinem Stadtteil ist, das hat natürlich viele Vorteile. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das für mich nicht alles sein kann und habe gesagt, nee, so irgendwie bin ich jemand, der immer so ein bisschen auch weiterkommen will und lernen will und ein bisschen aufbauen möchte immer weiterhin und habe dann, 2012 war es, noch eine Fortbildung gemacht oder eine Weiterbildung war es ganz genau in Saarbrücken zur Fachkraft für Apothekenmanagement. Da ging es dann schon mal so ein bisschen in die Richtung BWL, Einkauf, Direktlieferanten, Großhandlungsabgleiche. Also ganz viele Sachen, die so ein bisschen mehr in die Betriebsführung auch gehen. Und auch mehr so eigentlich in dieses Apothekenwissen, wobei es bei Apotheken immer so ist, die Pharmazeuten studieren Pharmazie, aber leider kommt das betriebswirtschaftlich immer noch ein bisschen zu kurz im Studium. Man versucht das jetzt ein bisschen zu ändern, was gut ist, weil auch eine Apotheke ist ein Unternehmen, was entsprechend geführt werden muss. Und da springe ich dann so ein bisschen mit rein und durch die Fachkraft für Apothekenmanagement bin ich da schon ein bisschen mehr reingerutscht damals. Fand ich auch ganz toll, das war ein Jahr lang. Nein, gar nicht, war ein halbes Jahr. Es war ein halbes Jahr lang in Saarbrücken. Drei Seminarwochenenden oder Wochen, wo ich dann mal hingefahren bin. War auch ein ganz tolles Erlebnis. Saarbrücken ist auch eine sehr schöne Stadt. Kann ich auch jedem empfehlen, der mal hin möchte. Schön. Ja, und habe dann, wie gesagt, nach reiflicher Überlegung 2018 das Studium zur Pharmazieökonomie noch begonnen. Was das Ganze nochmal toppt, was noch mehr Fachwissen, aber auch praktische Anwendungsmöglichkeiten gibt und ja, das habe ich jetzt für mich entdeckt, dass ich gesagt habe, das kannst du nebenbei sehr gut anbieten, weil ich kann rausfahren, ich kann es sowohl online anbieten, ich kann es offline anbieten, ich kann ganz viele Workshops machen, ich kann Webinare anbieten oder Seminare und all das probiere ich gerade aus. Wie gesagt, das Webinar habe ich schon gemacht, das Seminar kommt jetzt im Januar. Ja, ganz viel Neues, ganz viel Spannendes und ich freue mich drauf. Ja, glaube ich dir. Und wie ist das? Also wenn du Mut brauchst in den Dingen, die du umsetzt, was ist da so dein Schlüssel? Ja, Mut ist eigentlich für mich, ich bin nicht immer mutig, das klappt nicht. Aber es ist ganz wichtig, dann auch mal zu sagen, probier es einfach mal oder mach einfach mal machen. Weil ne, es kann, also ich sage immer, es kann nichts funktionieren, wenn man es nicht anpackt. Und man muss einfach mal sagen, so wie bei dem Studium auch nach 3 Jahren, jetzt oder nie. Mach einfach mal. Was kann schon passieren? Ja, klar, es kann schief gehen. Macht nichts. Dann hast du eine Erfahrung mehr. Aber schlimm ist das ja auch nicht. Nein.
Ne? Jeder macht Fehler, jeder kann im Leben erkennen, das, was nicht geklappt hat oder das, was sehr gut geklappt hat. Aber Mut braucht man einfach mal, um Sachen umzusetzen, um wirklich was zu machen. Meiner Meinung nach. Und Mut brauchen wir eigentlich alle im Leben, ob beruflich oder privat. Das fängt schon bei den kleinen Kindern an, ne? Wo man, die machen einfach, da sieht man, die machen es vor. Und wenn sie hinfallen, fallen sie hin und stehen wieder auf und machen weiter. Und ich finde, das ist eigentlich immer so eine schöne Sache, wo man das als Beispiel nehmen kann. Wo man sagt, einfach mal machen. Ja, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Genau, und das gehört dazu, ne? Genau. Das wird auch mal hinfallen Richtig, und dann genau. wieder aufstehen, aber Ja. ja, Ja, und und für mich ist dieser Mut halt einfach zu sagen, trau dich, mach es. Setz dich ein, mach was für andere, mach was für dich. Und ja, sei auch mal du. Ne? Und ich finde das ganz wichtig. Das habe ich jetzt im Online auch kennengelernt, das letzte Jahr über, weil ich bin seit 1.1.21 jetzt selbstständig. Und ich habe gelernt, Authentizität ist viel wichtiger als alles andere. Weil natürlich können ganz viele Leute dir irgendwas vorspielen, aber du merkst es irgendwann. Und mir ist es wichtig, mutig zu sein, da wirklich ehrlich zu sein und weiter zu gucken, wie komme ich mit meiner Idee weiter und nicht, wie gucke ich bei anderen. Inspiration kann man sich bei immer Genau. holen, aber dann wieder seinen Weg zu finden Richtig, darin. genau. Ne? Und wie du zu sein, finde ich sehr schön. Wie hast du dich gefunden? Also hast du dich selbst, ja, auf dem Weg des Lebens findet man sich ja irgendwann selbst. Gab es da irgendwie so Schlüsselpunkte, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich bei mir angekommen? Direkte Schlüsselpunkte weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich weiß, dass ich als Kind eigentlich sehr zurückhaltend und sehr schüchtern war, dass ich mich nicht oft getraut habe, irgendwas zu sagen. Also schon unter meinen Bekannten, ja, aber leider nicht groß raus. Unter meinen Freundinnen war das nie ein Problem. Aber es ist halt immer so gewesen, ja, gerade auch in der Schule schon. Ich war zwar mündlich sehr gut, aber grundsätzlich nur zum Thema. Und bevor man sich gemeldet hat, hat man 5 bis 10 Mal überlegt, mache ich es, mache ich es nicht, mache ich es, mache ich es nicht. Ja, und ich war gesagt, wie gesagt, sehr zurückhaltend am Anfang. Ich war zwar auch damals als Kind schon auf der Bühne unterwegs, das war aber mein Hobby, aber so für mich wirklich sehr, sehr ruhig und zurückhaltend. Und das kam, ja, wie gesagt, ich kann es gar nicht so richtig festmachen. Es kam eigentlich erst nach der Schulzeit so richtig, wo man so ins Berufsleben gekommen ist. Hat bei mir eigentlich recht lange gedauert, wenn ich mal zurück überlege. Wenn man dann so, wie gesagt, ins Berufsleben kam und auch vereinstechnisch, also ich glaube, der Verein hat mich da so ein bisschen mit reingebracht, in die Richtung zu steuern, mutig zu sein und auch mal was zu machen. Weil da hatte ich immer die Unterstützung auch. Meine Familie natürlich in erster Linie, die immer die Unterstützung war. Da war alles immer so, dass ich gesagt habe, ja, da machst du alles mit. Aber es war, ich glaube, der Verein, der dann gesagt hat, so, und wir wollen jetzt, dass du Trainerin machst und wir wollen jetzt, dass du dies machst und dass du das machst. Und da merke ich, da sind Leute, guck mal, die sehen, dass du was kannst und die wollen was von dir. Und ja, ich glaube, das war so ein Knackpunkt im Leben, wo ich dann gesagt habe, guck mal, und jetzt, da habe ich mich dann mehr getraut. Ne, habe dann auch was angefangen und es lief recht gut und habe dann auch die Bestätigung bekommen, die man ja auch häufig für sich eigentlich benötigt. Die man nicht als einziges nehmen sollte, aber sich schon als Bestätigung immer nimmt. Ja, auf Ne? jeden Fall. Bestätigung ist für mich auch wichtig in dem Moment. Es hat geklappt und es hat funktioniert. Ja, und darauf hat das, glaube ich, alles so ein bisschen aufgebaut. Dann ist man offener geworden anderen gegenüber. Ja, man hat auch einfach mal drauf losgequatscht. Ich bin jetzt immer noch nicht der Draufgänger, aber ich rede offener und ich treffe mich mit fremden Menschen einfach mal, um zu quatschen und auch zu lernen. Oder ja, mit Leuten aus der Community mittlerweile, was so ein richtig schönes Verhältnis ist, wo man sich gegenseitig nochmal unterstützt. Und ja, es ist einfach toll. Und das hat aber über Jahre gedauert. Ja, aber die Zeit darf man sich ja nehmen, ne? Also da sieht man ja dann, das Ergebnis lohnt sich ja immer. Und ich finde das ganz interessant, dass du das so auch, dass Menschen dann mehr aus dir sehen, ne? Oder in dir sehen. Ich glaube, das brauchen wir häufig in den Momenten, wo wir uns selbst nicht so sehen. Genau. Und wenn wir dann Menschen treffen, die dann sagen, du, aber ich sehe da was.
Und das finde ich wunderschön, ne? Also dass wir dann auch vertrauen können, dass die richtigen Menschen auch mal in unser Leben kommen, die dann mehr sehen als du selbst. Genau, das sehe ich auch so. Und für mich ist auch Wertschätzung sehr wichtig. Mhm. Ich schätze andere Menschen auch sehr, mit denen ich zusammenarbeite oder auch zusammen lebe, zusammen bin. Und ich finde, das ist einfach der Grundstock für alles, weil ohne gegenseitige Wertschätzung kann da nichts wachsen. Und für mich ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und da, wie du das so schön sagst, man wächst dann daran. Und genau. Worte können so viel Macht haben, ne? Wunderschöne Macht, aber auch eben negative. Deswegen darf auch, egal ob es eben von außen gesagt bekommen oder eben, dass wir uns selber das erzählen. Und ich finde das sehr schön, dass man auch sich selbst wertschätzt in den Dingen. Ne? Also auch stolz auf sich sein darf. Ja, das bin ich auch. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch, weil es wirklich über viele Jahre gewachsen ist. Und ich immer wieder daran gearbeitet habe und ganz stolz war, dass ich dieses Studium dann auch wirklich gut abgeschlossen habe. Man wusste ja vorher nicht, wie es wird. Es kam viel dazwischen auch, was nicht so einfach war in der Zeit. Und es hat aber dann am Ende doch super funktioniert. Es hat total Spaß gemacht. Ach, toll. Ganz viele nette Leute kennengelernt. Ganz andere Ecke von Deutschland kennengelernt. Und wo ich gesagt habe, wow, ich reise ja gerne. Und Thüringen ist auch sehr schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Sommer und Winter, das war toll. Toll. Ja. Und kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was von deinem Verein erzählen, weil das ja doch sehr prägend ist in deinem Leben. Ne? Also ich finde das sehr schön. Also der Verein, du kannst ja vielleicht ein bisschen erzählen, wenn du magst. Ja, also ich bin im Grunde genommen in diesem Verein, ist es wirklich so, dass es mein ganzes Leben ist, weil ich sagte immer so schön, ich war eigentlich schon vorgeburtlich im Karnevalsverein. Meine Eltern waren zusammen 1974, Prinzenpaarbegleitung. Ja. Das war so Januar, Februar und ich bin halt im Oktober, also Januar, Februar 75 und ich bin im Oktober 75 geboren. Das heißt, ich war eigentlich schon schwimmend im großen Teich, wie man so schön sagt, vom Karneval infiziert. Meine Mama hat dann, als meine Schwester 5 und ich 8 Jahre alt waren, eine Tanzgarde gegründet, in der wir dann ab da mitgetanzt haben. Das hat sich total schön entwickelt, weil es ist eine richtig große Gruppe geworden damals. Wir haben an Turnieren erfolgreich teilgenommen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, und meine Eltern haben sich auch im Karneval damals kennengelernt. Mein Opa war schon im Karnevalsverein. Also wir sind so eine richtige Karnevalsfamilie. Aber das ist wirklich schön, weil es ist ein Verein, wo auch wirklich alle zusammenarbeiten. Da trifft sich das Ganze wieder, was ich so liebe. Dass wirklich eine Gemeinschaft da ist und man sowohl Erwachsene und Kinder immer wieder kombiniert. Ja, und nach der aktiven Zeit haben wir dann, ist man dann übergegangen, anstatt Tanzgruppe auch Gesang und Showtanz mit reinzunehmen. Und irgendwann habe ich dann selbst eine Kindertanzgruppe gegründet. Und ja, auch die ist bis vor 2 Jahren richtig groß gewachsen. Das war richtig schön. Jetzt ist natürlich mit Corona war es nicht ganz so einfach. Aber wir machen ganz, ganz viele Sachen. Wir sind auch sehr karitativ unterwegs. Wir treten in Altenheimen auf für die Senioren, damit sie eine Abwechslung haben. Wir machen ganz viel mit anderen Vereinen zusammen. Wir netzwerken untereinander. Toll. Wir arbeiten nicht nur mit Karnevalsvereinen. Wir haben auch gute Kontakte zu Kleingärtnern, zu allen möglichen Veranstaltern und Vereinen. Ja, dich hatten wir auch netterweise schon einmal dabei. Das war auch total schön. Die kleine Wurzel. Genau, die kleine Wurzel war auch schon mal bei unserem Kinderkarneval. Das war total schön. Ja, und es macht einfach, wie gesagt, total viel Spaß, gerade auch mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe auch meinen Jugendleiterschein gemacht damals. Und wir frischen das natürlich jedes Jahr wieder regelmäßig auf. Über Themenschulungen, Workshops, einfach ganz viel auch um Kinder auch zu schützen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil es ist ganz häufig, ja, so ein Trainer ist auch ein Ansprechpartner für Kinder. Und es ist ja auch oft so, dass Kinder, ob von der Schule oder zu Hause mal Probleme haben, dass sie jemanden haben, mit dem sie auch sprechen können. Auch dafür sind wir da. Aber in erster Linie natürlich für Sport und ganz viel Spaß. Ja, und Karneval ist halt mein Leben, weil es macht Spaß, Veranstaltungen zu planen. Das mache ich sehr gerne mit. Zu organisieren, ganz viele Leute anzusprechen, Programmpunkte zu organisieren. Ist einfach nur schön. Ach, toll. Ja.
Ja, also kann ich auch nur bestätigen. Also man fühlt sich sehr wohl in eurer Mitte sozusagen. Ne? Also ob es Dankeschön. jetzt in der Veranstaltung war oder auch jetzt mal im Weihnachtsmarkt, Genau. ne, dass man da sich wieder gefunden hat oder irgendwie sich wieder getroffen hat. Ne? Und ich bin jedes Mal wieder sehr herzlich empfangen und Ja. das ist immer wieder schön. Ja, auf jeden Also Fall. da, wenn der ein oder andere da Interesse hat, mal ein bisschen mehr zu erfahren oder vielleicht Kinder hat oder ne, gibt es auch Erwachsenengruppen noch? Ja, wir haben auch Oder? Erwachsenengruppen, Ja. wir haben ein Männerballett, wir haben ein Damenballett, Ach, guck. wir haben eine Gesangsgruppe, Ach, guck. wir haben kleine Solomariechen, wir haben die ganz kleinen Minis, die mit Ja. 5 Jahren so ein bisschen, 4, 5 Jahren so ein bisschen in die Musikerziehung und so ein bisschen, ja, einfach mit Musik sich bewegen lernen bei uns. Ja, und dann haben wir natürlich die große Gruppe der Jugend und Junioren, die von 6 bis 15, 16 Jahre alt sind, die dann natürlich gerade tanztechnisch da schon weiter sind. Und da arbeiten wir natürlich auch immer ein Stückchen weiter, dass es noch besser wird, noch schöner wird. Und die Kinder sind total mit Motivation dabei. Das ist richtig toll. Schön. Ja. Und wie heißt der Verein? Der Verein, das ist die KG Rote Funken in Castrop-Rauxel. Genau, also Genau. könnt ihr mal googeln. Genau. Aber ich schreibe das auch nochmal alles auf. Und Ja. dann meldet euch gerne bei der Melanie, Ja, sehr gerne. ne? Wenn Immer der ein gerne. oder andere Interesse hat, damit zum Tanzen oder vielleicht die Kinder mit zu tanzen oder Männer Ja, singend genau. oder so. Also ich finde, das ist eine schöne Vernetzung. Ne? Und da passieren ja Lebensmomente und da kann auch vieles entstehen raus. Ne? Ich finde, Vernetzen ist ja immer wertvoll, ob es jetzt in der Community ist, in deiner Apothekerwelt, aber auch gleichzeitig in der Freizeitwelt. Und da kann ja auch was zusammen irgendwas noch rauskommen. Ne? Das stimmt. Also das gibt ja immer Verbindungsmöglichkeiten. Ja. Und gerade jetzt beim Verein ist es natürlich auch toll, aktiv mitzumachen. Aber natürlich sind auch passive Mitglieder sehr herzlich willkommen, weil wir eigentlich für jeden da sind, der sich bei uns mit einbringen möchte. Geht auf ganz vielfältige Weise. Nicht nur aktiv auf der Bühne. Es gibt ja auch Menschen, die das vielleicht nicht so mögen. Aber trotzdem, es ist eine große Gemeinschaft bei uns. Und da gibt es auch ohne den Auftritt auf der Bühne ganz viele Möglichkeiten, bei uns mitzuwirken. Ach, toll. Ja. Da geht, da schlägt das Ja. Herzchen. Ja, Melanie, auch schön. Ja. Und was sind so deine Pläne für die nächste Zeit, egal ob es jetzt mit dem noch eben privat oder eben beruflich ist? Hast du Ja. da Pläne für dich schon? Und privat, sage ich mal, lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Das ist für mich immer, wie gesagt, Verein weiterhin aufbauen. Ja, sehr gerne auch mal wieder reisen, wenn das jetzt wieder möglich ist, weil das liebe ich wirklich. Ich hatte eigentlich eine Reise mit einer Freundin noch nach Zypern geplant. Mal gucken, ob wir die im nächsten Jahr vielleicht nachholen können. Das wäre ganz toll. Ja, und beruflich plane ich jetzt recht weit, weil ich gesagt habe, es soll jetzt richtig losgehen nach Corona, wenn die Möglichkeit besteht. Ja, das erste ist, wie gesagt, das Das Seminar. Seminar. Podcast gucken wir heute einfach mal, wie es geht. Vielleicht, wer weiß, vielleicht Ja. auch das mal eine Idee für mich. Ja, und dann werde ich auf jeden Fall weiterschauen, dass ich auch gerne in die Apotheken gehe und dort wirklich das Team mitschulen kann, Tricks und Kniffe zeigen kann, wie kann ich denn Kosten sparen beispielsweise. Ja, einfach das Ganze Stückchen für Stückchen weiter aufbauen. Ach, schön, Ja. ja. Und ich glaube, auch auf deiner Reise wird sich vieles noch fügen und verändern, ne, auch. Und das finde ich, ist ja auch so spannend, weil man beim Tun halt vieles erkennt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann findet man neue Wege. Und das ist so spannend. Ja, das ist auch für mich immer wieder spannend, weil man nie weiß, was am Ende mal rauskommt. Ja. Bis jetzt, wie gesagt, toi, 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 hat das alles wunderbar funktioniert und Ja. das wird es auch weiterhin, da bin ich voll überzeugt. Aber wie gesagt, langsamer Aufbau und ja, aber wie gesagt, ich freue mich auf ganz viel Neues und bin gespannt, was da noch alles kommt. Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Und wenn derjenige, der das gerade hört, denkt, ach, ich möchte gerne mal mehr hören und sehen von der Melanie, wo können wir dich überall finden? Ja, also man kann mich recht leicht finden, sowohl über, ja, über meine Homepage, über www.apokonzeptruhr.de. Das ist meine eigene Homepage, da kriegt man immer einen Kontakt über mich. Ja, ich bin aber auch bei LinkedIn zu finden, auch sehr aktiv dort. Und ansonsten einfach mal Apothekencoaching Melanie Appel googeln, man findet es ganz schnell. Ja, auf jeden Fall. Und eben auch dein Verein. Rote Genau, Rote Funken. Funken Castrop findet man auch ganz schnell, richtig? Ja, super. Ja. Und was ich ja auch immer frage, ist so, hast du für dich irgendwie so einen Mutspruch oder ein Mantra, wo du sagst, okay, das begleitet mich immer? So einen richtigen Mutspruch eigentlich nicht.
Hast du vielleicht irgendwie so mal, wo du sagst, das ist so ein Spruch, der ist mir sehr im Bewusstsein geblieben? Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Ich mag Sprüche sehr gerne, ich liebe auch Spruchbilder. Da sind ganz viele Wahrheiten oft drin. Ja. Aber es ist jetzt keiner, wo ich mich jetzt speziell drauf. Ja, kann ja sein, das ist ja nicht schlimm. Aber manchmal hat man ja sowas, ne? Und genau. Ich finde das immer sehr spannend zu wissen. Ja. Muss ich nochmal nachschauen, das weiß ich nicht mehr genau. Also ja, gut, ich habe ganz viele Bilderchen, die ich immer wieder mir auch mal angucke, weil ich das mal ganz toll und auch als Motivation erkenne. Aber es ist keiner, der speziell, wo ich jetzt sage, nur dieser eine. Es hat ganz viel, also viele Sprüche haben ganz, ganz viel mit Wertschätzung bei mir zu tun. Ja. Schön, aber ja, genau. Dass du das für dich erkannt hast, auch dass das für dich treibend ist, prägend ist. Ja. Ne? Also, dass dich das antreibt, wenn du Wertschätzung bekommst und aber auch geben kannst. Genau, richtig. Mhm. Vor allen Dingen auch geben, weil für mich ist es nicht nur wichtig zu empfangen, sondern auch wirklich zu geben. Ach, danke. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Wunderschön. Also ich finde, danke dir sehr, sehr, sehr für dein Sein, weil es ist immer sehr schön, mit dir zu reden. Dankeschön. Und, es war sehr, sehr spannend, auf jeden Fall zu hören, was so kommt und was noch alles auf dich wartet. Ja. Wie mutig du bist. Und ich danke dir sehr, dass du jetzt im Podcast warst. Mutig war es, mit mir im Podcast aufzunehmen. Ja, ich danke dir auch, weil das war für mich jetzt doch sehr spontan und hat aber sehr viel Spaß gemacht. Du machst das auch ganz, ganz toll. Mit dir sprechen macht einfach auch Spaß. Dankeschön. Das mag ich sehr gerne. Ja, danke, danke. Und ich danke demjenigen, der gerade zuhört. Danke für dein Sein. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Schön, dass es dich gibt. Bis bald, deine Nadja.